gut. Das ist ein Spruch, der mir richtig gut gefällt. Und zwar, du brauchst nur mit deinen Mitmenschen, mit der Umwelt so umgehen, wie du möchtest, dass die Leute mit dir umgehen. Schau her, wenn man immer schimpft, ja, die Eltern haben das und das verbrochen von der Umwelt her. Nein, warum geht es uns so gut? Uns geht es deshalb gut, weil die wirklich fleißig waren und da auch schon geschaut haben. Nur nicht mit dem Fokus, wie man es heute macht, aber die haben schon geschaut auch. So ist es nicht, dass die einfach nur alles schlecht gemacht haben. Ich finde, dass sie viel gut gemacht haben. Darum haben wir halt so einen Wohlstand und in so einem komfortablen Leben. Die großen ökologischen Entscheidungen, denke ich, hat schon vor 22 Jahren angefangen, wie ich mich entschieden habe, dass ich das Haus baue. Mit gesunden Baumaterialien, mit einer Heizung, die ich haben will, die nicht abhängig ist vom Ausland, die nachwachsende Sachen verwendet, also Rohstoffe hat. Und das wächst bei uns in unserem Land. Da haben wir für Heizungen angeschaut, interessiert, verglichen. Und dann hat es eigentlich nur die Öko-Fan-Heizung gegeben für mich, die einen Sinn macht. Obwohl meine Heizung so alt ist, dass ich es eigentlich noch händisch anzünden müssen habe. Das war trotzdem, es hat mich schon ein bisschen gestört geschwind, aber ich denke, nein, die Entscheidung in die Zukunft, das ist. Ja. Und zwei Monate später haben sie sich dann modifiziert, dass dann Techniker kommen und haben das dann so gemacht, dass es automatische Zündung ist. Und das habe ich auch toll gefunden, weil das war in Kulanz, da habe ich keinen Cent dafür zahlen müssen. Das war richtig gut. Die Entscheidung in die Zukunft für die Ökologie wird in etwa der Weg sein, den ich schon beschritten habe. Nur intensivieren. Ja. Vielleicht das eine oder andere, was neu dazukommt, aufnehmen. Und dann glaube ich, dann sind wir, wenn das auch jeder ein bisschen macht, nicht ein bisschen, dann haben wir eine gute Zukunft. Nicht nur für uns, sondern für die Generationen danach. Bin ich wirklich der Meinung.